Ja, ihr Lieben, heute ist es mal kurz und knackig und es geht um das sogenannte Lehrmittezeichen. Was ist das Lehrmittezeichen? Das lese ich euch vor, damit ich nichts falsch mache. Das Lehrmittezeichen, auch Lehrmittsches Phänomen, nach Jacques-Jean Lehrmitt, einem französischen Neurologe und Psychiater benannt, ist ein klinisches Zeichen, das in der neurologischen Untersuchung eine Rolle spielt, aber von den Betroffenen auch spontan bei Alltagsbewegungen mit mehr oder minder starker Beugung des Nackens wahrgenommen wird. Es äußert sich durch ein unangenehmes bis sehr schmerzhaftes elektrisierendes Gefühl, wenn der Kopf vom Untersucher langsam gebeugt wird, also in Richtung Brust bewegt wird. Als positiv wird es dann bezeichnet, wenn man ein elektrisierendes Gefühl in den Armen, im Rumpf oder Beinen verspürt, das im typischen Fall vom Nacken her dorthin ausstrahlt. Ja, das ist das sehr unangenehme Lehrmittelzeichen, das ganz, ganz viele MSler haben und das wohl sehr, sehr unangenehm sein muss, weil es ja natürlich auch die Bewegung einschränkt. Das war's für heute schon. Macht es gut. Tschüss.